Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns die Mounts aus dem Handelsposten angucken und zwar für November 2023. Und zusätzlich schauen wir uns natürlich noch wie immer die anderen Sachen an, die es da gibt. Beziehungsweise ich werde mir auch ein paar Sachen kaufen. Könnt ihr gerne auch mitschauen, was ich mir so leiste und dann in die Kommentare schreiben, was ihr euch so kauft. Als allererstes würde ich sagen, müssen wir uns natürlich ein paar Ressourcen holen, um dementsprechend im Handelsposten shoppen zu können. Und das machen wir wie immer, indem wir im Abenteuerführer einmal hier verschiedene Sachen absolvieren. Ich mache meistens ein paar Dungeons, ein paar Raid-Geschichten, ein bisschen Pet-Battle. Diesmal konnte man auch Elan zum Beispiel aufladen. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. World Boss umzuhauen ist auch immer eine gute Option oder ein paar Handwerksaufträge zu erfüllen. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Ihr seht, da oben ist der Balken einmal schon durch. Und jetzt holen wir als erstes mal die Devisen raus. Und diesmal, seht ihr, kriegt man erstmal ein paar Devisen. 1000 insgesamt, beziehungsweise ich krieg 2k, weil ich dementsprechend direkt schon mir die nächste Expansion gekauft habe mit der größten Version. Da gibt es natürlich noch 1000 extra. Also wenn ihr euch gefragt habt, wo sind meine Devisen, die ich gekauft habe, über quasi World of Warcraft The War Within, dann kriegt ihr die auch hier einmal aus dem Lager raus, beziehungsweise der Kiste. Und zusätzlich gibt es einige Transmog-Vorlagen und ja, so wie es aussieht, können wir die nicht direkt auswählen. Ah, weil das Schwerter sind, okay, naja. Okay, man kann es hier zumindest so ein bisschen sehen, ne? Also es gibt verschiedene Schwerter, die man hier kriegt, das zum Beispiel. Und dann haben wir hier nochmal eins. Okay, das kann ich jetzt anscheinend nicht anschauen. Ach doch, das kann ich anschauen. Ja, sehen ganz nett aus, aber haut mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht um. Ne? Also das ist quasi die Monatsbelohnung. Sonst hat es ja mal einen Mount gegeben. Diesmal leider nicht. Ne? Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Belohnungen an sich an. Beziehungsweise als allererstes natürlich die Mounts, denn das ist ja ein kleiner Mount Guide. Wir haben diesen Monat 3 Mounts, die wir uns holen können. Und alle diese 3 Mounts sind keine komplett neuen. Die gab es schon mal im Spiel. Ich persönlich, seht ihr, die sind schon einmal abgehakt. Ich habe mir die nicht gekauft, sondern ich hatte die noch von früher. Das erste, was wir haben, ist das schnelle Zebra. Das ist dieses hier. Und man sieht schon, es ist quasi ein Einhorn-Zebra. Sieht sehr cool aus. Und das war vom ursprünglichen Werbt ein Freund-Event. Und ja, das ist quasi das allererste. Dann kam ja irgendwann in BFA Neues. Und jetzt mit Dragonflight kam quasi die dritte Auflage des Werbt ein Freund-System. Und die alten Sachen kann man jetzt, Gott sei Dank, für die Spieler, die es damals nicht geholt haben, quasi noch bekommen. Das ist das erste, was ihr euch holen könnt. Und das zweite ist sowohl ein spektraler Greif, als auch ein spektraler Windreiter. Das eine ist quasi die Horden-Version, hier der Windreiter. Und der Greif ist die Allianz-Version. Beide dieser Mounts hat man vor, ich weiß nicht wie viele Jahren gekriegt, also wirklich einigen, über die Rolle der Auferstehung. Das war so ein System, wo man quasi Spieler wieder zurück zu WoW führen konnte. Und dafür hat es dementsprechend ein Mount gegeben. Mittlerweile können wir das auch hier im Shop kaufen. Leider sieht man, wenn man die Sachen schon hat, die Preise nicht mehr. Also ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie viel das kostet. Ich würde mal vermuten, dass es irgendwas zwischen 650 und 850 irgendwie so in dem Bereich liegen dürfte. Da sind nämlich meistens die Mounts tatsächlich. Aber genau kann ich es euch nicht sagen. Wenn ihr es bei euch seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, also das sind die Mounts. Wie gesagt, ich habe die jetzt schon alle und da ich jetzt von letztem Mal schon 875 Punkte gespart habe, 1000 über diesen Monat und dann nochmal 1000 über die Expansion gekriegt habe, habe ich ein paar Punkte über und wir können ein bisschen was ausgeben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal von oben bis unten durch, was so dabei ist und dann kaufen wir uns ein paar Sachen. Ich persönlich mache es nicht danach, wie gut die Sachen aussehen, sondern ich mache es rein nach Effizienz, wie viele T-Mog-Teile ich für meine Händler-Devisen kriege. Ne? Ist vielleicht ein bisschen ein weirder Approach für den einen oder anderen, aber mir geht es nur um die Anzahl der T-Mogs und nicht ums Aussehen tatsächlich. Aber gut, wir gucken uns jetzt die Sachen durch. Als allererstes das obere, das Set habe ich mir mal eingefroren, denn das sind glaube ich 8 Teile für 750 Devisen und dementsprechend unter 100 Devisen für einen T-Mog ist kein schlechter Deal. Immer irgendwann, wenn ich mal zu viele habe, habe ich mir das eingefroren. Wahrscheinlich werden wir das auch hart verwenden. Ist hier schon relativ pikant ausgeschnitten, sehe ich gerade. Gut, was haben wir dann noch? Wir haben einmal, ach, da müssen wir Rüstung verbergen machen, dass man sieht, den Stab hier mit einem ziemlich coolen Raben drauf, Standarte des Wächters. Und den habe ich aber tatsächlich schon. Ich weiß zwar nicht mehr, wann ich mir den gekauft habe, aber anscheinend habe ich den schon geholt. Dann haben wir ein Pet. Das ist dieses schicke Ding hier.
Und das ist ein neues Pad, gab es vorher noch nicht. Das kostet 650 Devisen, ist relativ teuer. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall kaufen, denn bei mir gehen Pads tatsächlich einmal vor. Gut, das haben wir schon mal. Dann haben wir einen Bogen, der ist, nicht nur ausschließlich für Hunter, da ist nur Distanzwaffe Bogen, den kann ich mit dem Druid leider natürlich nicht tragen. Ja, sieht ganz schick aus, ein bisschen Legion-mäßig gehalten. Dann haben wir hier ein Arsenal des Hüters, das ist ausschließlich für einen Monk. Ach cool, das ist ein Fächer mit Klingen dran. Das ist ganz cool. Das, was nicht so cool ist, dass er hier ins Bein reinklippt, aber sonst sieht er echt ganz cool aus. Was gibt's denn sonst noch? Ein Stab mit einer Blume drauf, hat was. Und so ein typisches Monk-Fass, okay. Ja, das ist aber relativ basic, ich glaube, man soll es ein bisschen weiter unten halten, oder? Irgendwo hier, das ist ein bisschen weird, aber gut. Dann, was haben wir als nächstes? Wann haben wir hier für einen Hexenmeister was? Ein ziemlich gekrümmter Dolch, der relativ nice aussieht, muss ich sagen. Dann haben wir noch der Totenkopf, der sieht cool aus. Und dann haben wir noch einen Stab. Der ist ganz nett. Ja, der Schädel hat was. Dann haben wir ein Schild für einen Krieger. Plus ein Schwert dazu passend. Und noch ein bisschen eine größere Axt. Das sieht eher ein bisschen Dekamäßig aus. Dann haben wir nochmal einen Hexenmeisterteil. Ja, die Flügelchen haben was und die Schultern auch tatsächlich mit dem Kopf. Sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir hier nochmal Krieger, Schultergürtel und Kopf. Dann haben wir, was ist das? Monk. Das sieht echt auch ganz cool aus. Vor allem der Kopf, der macht was her. Gut, die Elfenohren, die da hinten rausschauen, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so nice, aber sonst sieht es ganz cool aus. Dann haben wir den Schaumstoffschwertständer. Das ist ein Toy. Das gab es damals übers Kartenspiel. Das habe ich mir irgendwann mal schon besorgt gehabt. Ich glaube, ich habe mir da sogar die Karte in echt gekauft. Dann haben wir ein Einhandschwert. Ja, nicht schlecht. Ein Schild. Ich glaube, das war schon mal drin. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Dann haben wir ein Zweihandschwert. Das haut mich nicht vom Hocker. Dann haben wir den Niffin-Hut jetzt in einer anderen Farbe. Was haben wir dann noch? Wir haben... da muss ich wieder Rüstung... Nee. Das ist der Stab. Der sieht aus wie der Stab von Gul'dan. Dann, was haben wir hier? Ein Kolben. Ein mechanischer, der sich dreht. Okay. Ein Schild mit einem riesen Horn drauf. Aber sonst ist es relativ klein, ne? Dann haben wir einen Umhang. Die kennen wir. Diesmal die braune Version, ne? Wir kennen, ich glaube, in Rot und in Blau hatten wir die schon. Dann einen ziemlichen Basic Hammer. Dann das Eimerchen habe ich schon. Was haben wir noch? Habe ich quasi so eine Art Kukri. Dann einen Umhang. Einen Gürtel. Und was haben wir hier noch? Ist das eine Axt, oder? Nee, was soll das sein? Kann der mal aufhören? Hier das immer so zu... Sieht's halt so schlecht, ne? Naja, gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir jetzt mal shoppen. Also, ich habe jetzt noch 2250 Punkte. 1000 will ich mir überlassen, falls irgendwas Krasses kommt im nächsten Monat. Dementsprechend kaufen wir uns jetzt mal die günstigen Sachen. Also hier, das kostet 50. Das kostet 50. Umhang gehört auch mir. Dann die Kukri, die gehört auch mir. So. Dann hier 75. Das kaufen wir noch. So. Jetzt bin ich im Überlegen. Ich glaube, preis-leistungstechnisch, was war noch gut? Bei den Sets, ein Schwert lohnt sich nicht, ne? Hier ein Schild lohnt sich auch nicht. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal das komplette Set hier für 750. Da kriege ich nämlich 8 Teile. Quasi immer unter 100 pro. Okay, und jetzt habe ich quasi noch 200, die ich ausgeben will. Komm, dann kaufen wir jetzt die Dinger noch. Ganzen günstigen. Ja, die coolen Sachen lasse ich jetzt drin liegen, aber wie gesagt, ich muss gucken, dass ich möglichst viele T-Mox kriege, ne? So, jetzt habe ich noch genau 1000 Punkte und die nehmen wir jetzt für den nächsten Monat mit. Irgendwann werde ich wahrscheinlich dann auch die teureren Sachen mir mal kaufen, wenn dementsprechend nichts mehr Günstiges drin ist. Juti, das war es soweit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gekauft habt. Hattet ihr vielleicht die Mount schon oder musstet ihr euch die noch kaufen? Beziehungsweise Toy, ne, ist ja auch quasi ein altes. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ja, dann sind wir damit tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.